Was, glaube ich, immer. Das geht bei mir jetzt nicht mehr, weil alles hier belegt ist. Geht da drauf und dann könnt ihr alles angucken. So. Wenn ihr zum Beispiel gucken wollt, ob eine Rüstung schlecht oder besser ist, macht ihr einfach. Da halt, da geht ihr auf Inventar, seht ihr die Stiefel und haltet die Shift-Taste. Das ist da, wo ihr drauf haltet, und damit ihr groß schreiben könnt. Ja, und dann kommen zum Beispiel minus 7 Rüstung, schlechter. Manchmal ist es auch grün. Dann steht da plus 2 Rüstung und dann ist es natürlich besser. Später gibt es dann noch sowas wie Intelligenz und sowas. Intelligenz braucht ihr zum Beispiel nicht, der braucht Beweglichkeit. Intelligenz braucht zum Beispiel ein Magier, damit er mehr Mana hat, damit er auch mehr Attacken ausführen kann, ohne dass seine, ja, seine Energie, sage ich jetzt mal, weg ist. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? So, dann wollte ich nochmal sagen, wie groß die Welt ist. Ja. Die Welt. World of Warcraft. Also, das, was ihr hier jetzt seht, das hier ist das kleine Stückchen, das ist ein Teil einer ganz, ganz großen Welt. Ich gehe mal auf rechte, wenn ihr auf die Karte geht, einfach hier rechte Maustaste drauf. So, und dann seht ihr hier zum Beispiel die östlichen Königreiche. Das ist alles riesen, 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 riesen groß. Ihr werdet nie sagen, dass es eindeutig zu klein ist. Da könnt ihr nochmal rechte Maustaste machen, kommt noch eine Welt. Kalimdor. Zusammen ist das Azeroth. Dann, wenn ihr noch Erweiterungspack habt, habt ihr noch hier Nordend. Das ist War of the Lich King. Auch noch hier alles dazu. Mensch, 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 ist das groß. Und wenn ihr dann auch noch Kataklysmen habt, dann könnt ihr auch noch zum Malstrom. Hier, 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 hier. So. Ja. Das war's auch schon von der großen Welt. Und, ah ja, es gibt noch mehr. Nochmal rechte Maustaste. Da. Nochmal. Eine Welt, Scherbenwelt. Auch nochmal hier so groß. Es ist riesengroß, Leute. So, dann gehe ich dann. So, wo sind wir jetzt? Ah ja, dann switche ich jetzt nochmal zum nächsten Ort hin. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und ja, jetzt sind wir. Wo sind wir hier? Wir sind im Auktionshaus. Das ist in Stormwind. Stormwind ist die Hauptstadt von der Allianz. Und von der Horde ist es in Durotar, hier oben Orgrimmar, hier. Hier könnt ihr sehen. So, warum ich jetzt hier drin bin. Ich bin im Herzen von Stormwind erstmal. Auktionshaus und ja, hier könnt ihr verschiedene Dinge kaufen, das ist wichtig. Zum Beispiel den Bogen. Hier oder hier. Könnt ihr eingeben, Stufen und so, Name. Ja, und so weiter und so weiter. Und Auktionen. Dann könnt ihr zum Beispiel was verkaufen. Da haben wir zum Beispiel die Lederstiefel. Ja. Das ist gut. Zum Beispiel könnt ihr Leder verkaufen. Das sind wir bei den nächsten Berufe. Ihr könnt verschiedenen Orten Berufe erlernen. Hier geht ihr unten hier auf Berufe. Erster Beruf, zweiter Beruf. Dann gibt es zum Beispiel noch die Berufe. Die könnt ihr auf jeden Fall lernen. Das sind solche, ich glaube, Sekundärberufe. Keine Ahnung, wie die das nennen jetzt. So, manchmal vergessen zu sagen, wenn ihr neue Fähigkeiten erlernt, die könnt ihr beim Lehrer erlernen. Müsst ihr gucken, wo der Lehrer ist. Immer unterschiedlich. Könnt ihr hier das erlernen. Hier seht ihr auch, welche Stufe das ist. Zack. Zack, zack, zack. So ist das gut. Und immer hier schön reinschieben. Zum Beispiel bei dem hier. Immer schön reinschieben. Linke Maustaste gedrückt halten und reinschieben. So, dann wären wir damit auch schon fertig. Das sind halt immer noch die Grundlagen. Und wenn ihr was gekauft habt im Auktionshaus, habt ihr es nicht gleich. Dann müsst ihr noch schnell zum Briefkasten. Der Briefkasten hier ist da hinten. So, geht da drauf. Hier ist was drin. Das ist nur, weil ich Account was gemacht habe. Das sollte euch nicht interessieren. So, das sind erstmal die kleinen Grundlagen. Da gibt es noch was, das werde ich jetzt auch noch machen. Es wird aber ein anderer Charakter sein. Bis gleich. So, und da sind wir wieder mit meinem Let's Play Charakter. So, warum ich jetzt hier bin, das ist, damit ich euch erklären kann, was das hier ist. Das bekommt ihr ab Level 10 Talente. So, und dann könnt ihr erstmal auswählen, was ihr haben wollt. Zum Beispiel bei Magier ist es Frost, Feuer, Arkan. Könnt ihr sehen, was besser ist und so. Könnt ihr mal im Internet ein bisschen rumgucken hier, was jetzt gut ist, jetzt zum Leveln und so. Ja, Glyphen, das ist, kommt später, das zählt nicht so in Grundlagen, jetzt sage ich mal dazu. Und dann müsst ihr zum Beispiel, bekommt ihr alle zwei Level immer einen Punkt, den könnt ihr hier reinversetzen mit der linken Maustaste und hier unten meistens dann auch hier bestätigen und gut ist. Ja, dann haben wir das auch schon, dann gibt es noch Erfolge. Wenn ihr zum Beispiel Erfolge habt, zum Beispiel ihr habt ein Reittier, bekommt ihr einen Erfolg oder ein Level ab, bekommt ihr ab Level 10, 20, 30, 40, 50, 60, bekommt ihr auch einen Erfolg. So, dann gibt es noch einen Gilden Browser, den habe ich jetzt nicht. Das ist auch eine Grundlage eigentlich. Da könnt ihr eingeben,
Ob ihr eine Gilde wollt, dann schreibt ihr unten noch einen kleinen Text hin. Das ist sehr, sehr neu. Das ist so. Wenn ihr Level 15 seid, könnt ihr dann Dungeons machen. So, jetzt mal schnell alles zusammengefasst. Dungeon Level 15, dann könnt ihr auf zufälligen Dungeon gehen und dann wird ein Dungeon gesucht, wenn ihr DD seid. Als Damage-Macher klickt ihr das hier oben an. Das ist, müsst ihr, denke ich mal, nicht machen. Und dann, ja, mach ich mal zum Beispiel jetzt mal ganz schnell, kommt das hier. Ihr seid dann hier schon drin und dann wird eine Gruppe zusammengestellt. Zufällig, ja, gibt es ja meistens noch hier sowas Schönes hier zum Bekommen. Ja. Add-ons habe ich noch den kleinen Punkt. Add-ons, hier seht ihr zum Beispiel, das ist ein Add-on, das für ein Interface. XP nennt sich das. Add-ons bekommt ihr auf buffet.de oder auf curse.com. Das ist solche extra Programme, zum Beispiel, dass die ganze Tasche sich schon öffnet hier, aber so zusammengefasst und so. Ist nicht schlecht. Gibt so ganz, ganz viele verschiedene Add-ons. Dann zum Beispiel ein Add-on, damit ihr immer gucken könnt, wie viel Schaden ihr macht in der Gruppe, ob ihr den besten Schaden macht. Das nennt sich Recount. Geht auf hier / Recount Show. Dann habt ihr unten schon, das sind noch alte Daten, die lösche ich jetzt mal. So, dann könnt ihr mal gucken hier. Guti guti. So. Ja. Dann habt ihr noch, wenn ihr noch einen Begleiter habt, Beispiel bei Jäger jetzt, könnt ihr noch einstellen, der passiv macht, dann macht er gar nichts defensiv. Wenn ich euch jemanden angreife, greift er den an. Oder wenn ihr jemanden angreift, greifen die den an. Oder aggressiv, der greift gleich jeden an. So, dann haben wir noch spezielle Fähigkeiten hier. So. Wenn ihr ein Schlachtfeld machen wollt, dann müsst ihr hier auch Spieler gegen Spieler. Da ist euer Allianz-Symbol. Bei der Horde ist es das Horde-Symbol, so ein kleines rotes Wappen. Ja. Kriegstürmenden Schluchten Aradi-Becken, da geht ihr hier auf Kampf betreten, könnt auch beide anklicken, hier, 1, 2, können alle beide gesucht werden, dort ist es auch nicht schlecht, oh, jetzt habe ich die Taste gedrückt, so, ja, so, das war's eigentlich erstmal, ja, das war's eigentlich von dem Tutorial, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es sind alle wichtigen Informationen ins gekommen, so, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei WoW. Wer es jetzt zum ersten Mal gesehen hat, der kann mir Fragen stellen. Zum Beispiel, ob es noch ganz klar ist oder Bezahlung oder so. Und dann, ja, ihr könnt alles fragen. Ciao und viel Glück bei der Erkundung von World of Warcraft.